Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Niedersachsen 22. Ich stehe vor dem wundervollen Krone Big M 500, den wir in der letzten Folge eingeweiht haben und der einen Bombendienst gemacht hat hier. Jetzt soll es weitergehen. Alle Wiesen sind reif. Wir haben einige reife Weizenfelder. Dementsprechend, und ich muss natürlich das Feld 26, das wir mit diesem Prachtstück hier gemäht haben, muss ich noch fressen. Das wird lustig, weil ganz so schnell fahren kann ich da wohl nicht. Ist ja eine Riesenschwart. Wollen wir mal gucken, wie schnell das dann geht. Aber erst einmal kriegt er hier jetzt einen neuen Auftrag, damit der schon mal losstartet. Wir sind hier auf 21 bis 23 auf den Flächen. Da sind sie. So, und für den haben wir natürlich noch gar keinen Kurs angelegt. Das machen wir jetzt. Der kennt Cosplay auch noch gar nicht. So. Zielposition. Da wäre die Auffahrt, die offizielle. Dann setzen wir die mal einen Ticken dahinter. 13,2 Meter. Fahrzeuge auf Kurs in dem Fall 1. Dann machen wir drei Vorgewände. In diesem Fall starten wir auf den Vorgewänden. Wir hätten gerne scharfe Kurven und wir machen mal eine 10% Überlappung. Und Inselumfahrung wäre auf Kreis, dass das schon mal eingestellt ist hier. Dann generiere mir doch bitte mal diesen Kurs. Sehr schön. Speichern, damit er nicht verloren geht. 13,2 Meter. Ja, wie nennen wir den? Nennen wir das jetzt auch Mähwerke, damit ich nicht durcheinander komme. Big M 500 nennen wir das. So. Ich notiere mir, dass wir auf 22, 23 mähen. Sonst komme ich durcheinander. Da muss ich ein bisschen Liste führen jetzt hier. Und dann kann der eigentlich schon loslegen hier, der Kollege. Mach mal das HUD an. Und gib mir einmal Cosplay bitte. Erster Wegpunkt. Und Abfahrt für dich. Ah, der dreht nochmal. Stand tatsächlich noch zu nah dran. Interessant. Schauen kurz zu. Jawohl. Und da fährt das Biest. Und man sieht dieses Schwarz dahinter. Das ist schon ordentlich. Da kommt schon gut was runter. So, erstes Bildchen haben wir auch. Perfekt. Gut, wir lassen den erstmal machen. Und jetzt gehen wir in die Karte für einen kleinen Check, welche Felder wir jetzt angehen. Ich überlege, die Drescher doch zu trennen. Außer hier. Da werden sie zusammenfahren. Aber auf den anderen Flächen können die eigentlich einzeln unterwegs sein. Das heißt, den einen schicken wir hier rüber zur 4948, danach die 51, dann hier rüber, um gemeinsam auf dem großen unterwegs zu sein, und den anderen Drescher schicken wir hier für 6, 17 und 25 los. Also rüber zu unserem kleinen Logistikzentrum und alles einmal abgeholt und in Gang gesetzt. Ist die Frage, komme ich mit denen an die Mähwerke ran? Stimmt, oder? So, wir starten mal mit dem Twin Screw. Und wir fahren außen rum. Dann bleiben wir auch nicht in den Türrahmen hängen. Wie ist denn der Stand eigentlich von dem Teil? Boah, sieht noch in Ordnung aus. Wollte gerade mal gucken, ob der in irgendeiner Form repariert werden muss. Sauber gemacht werden könnte er mal. Ja, keine Frage. Ach, schau mal, da haben wir noch den Deutz davor. Ich dachte mir aber, dass wir den mal einsparen, um die Mähwerke hin und her zu fahren. Stattdessen kann der dann eine Gerätschaft mitnehmen.
wenn nötig. Weil jetzt soll ja einiges auf einmal laufen. Oh, oh Gott. Kleiner Lag. Eine Blockade. Das geht gut los, der Big M. Ah, hier an der Ecke. Okay. Das ist okay. Blockade aufgelöst. Muss absenken. Okay, die Ecken muss ich nochmal nacharbeiten. Das war jetzt nicht so spitze. Na gut, wenn wir jetzt hier sind, nehmen wir den gleich mit und stellen den dahinter. Beide am Start. Wäscherstau. Ist das ein Bild wert? Mal gucken. Nicht so richtig, oder? Komm, ich nehme das hier mal mit. Aber so richtig schön ist es nicht. Aber man müsste von der anderen Seite wenden. Kann ich hier durch? Ja. Ja, so ist schöner. So ist schöner. Guck mal. Wäscherparade. So, Twin Screw. Wo schicken wir dich hin? Wahrscheinlich zu 48 erstmal. So. Wie ist das mit der Elektrik? Du brauchst keine Elektrik hier. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Man kommt hier so blöd ran. Naja gut, wenn es geht, dann geht's. Einmal ab auf die Straße. Und der hat ja auch den kürzeren Weg. Meine Felder. Ah, hier, eigene Felder. 48 haben wir gesagt. 48, 49. Oh Gott. Bitteschön. Wer ist unterwegs? Dann den John Deere rüber zur 6. Und dann werden wir uns auf jeden Fall auch direkt was abholen von dem Weizen für unsere Hühner. Die müssen ja dringendst versorgt werden. Ne, scheinbar beim Ankoppeln hier keine Elektrik nötig. Kann ich gleich nachvollziehen. Haben wir die 6 schon bei uns? Ja, sehr gut. So ein paar Kurse habe ich zwischendurch auch mal eingefahren, aber nicht allzu viele. Ein paar Korrekturen gemacht, vor allem auf dem Produktionsgelände. So, wir müssen hier direkt wieder raus. Und jetzt müssen wir jeweils noch einen Abfahrer mit hinterher schicken. Ich wollte mal schauen, ob wir vielleicht irgendwie noch weitere Abfahrergespanne hier einkaufen können. Weil diese Kombination hier, MAN-Krampe, da muss ich sagen, das ist mir doch die liebste Kombination. Die funktioniert hier irgendwie am besten. Wir haben noch etliche andere Anhänger. Also wir können noch andere Kombinationen mitschicken. Aber wenn wir hier irgendwann anfangen, mal einheitlich zu werden, wäre natürlich ganz cool. Gut, auch ein bisschen langweilig. Also es hat ein Für und ein Wider. So, für dich geht es zu 48. Kann ich den theoretisch auch da hinten rausschicken, glaube ich. Findest du von hier einen Weg? Ja. Wow, war sehr gut. Und jetzt wollte ich mal schauen, wen haben wir denn hier noch so alles um die Ecke stehen. Da haben wir ja einiges. Hier, die beiden Fliegel zum Beispiel.
Da könnten wir ja noch mal mit abfahren lassen. Weil hier steht ja noch ein bisschen was. Muss nur zusehen, dass ich ein größeres Gerät habe mit Konzerbälle für meinen Schwader und die Presse. Wo ist eigentlich mein 900? Bist du mein 900? Nein, du bist der 1000er. Ja, der 1000er. Ah, ich weiß, wo der 900er steht. Ich weiß es wieder. Ja, dann lassen wir doch hier den Klaas und den Deutz mitfahren. Dann unterstützen die noch ein bisschen beim Abfahren. Ach, da hinten ist auch noch der JCB. Ja, dann können wir den doch nehmen. Kriegt der das hin? Stimmt, oder? Zum Fliegel. Wow, oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles kaputt gefahren in der Garage. Das ist immer das Ding, ne? Die Logistik, bevor es dann so richtig losgeht. Stimmt, ich habe ich ja hier in die Ecke gestellt. Schnappen wir uns den und den Deutz. Kriegt hier da so ein Fliegel angehängt. Ja, und der Bandit. Theoretisch, ich habe den halt noch behalten, ne? Also es gibt so ein paar Anhänger, bei denen ich jetzt mal überlegen kann, brauche ich die noch oder tausche ich das aus alles? Und dann geht's für dich zur 6, wenn ich sie denn finde. Da. Eigentlich müsstest du von hier aus klarkommen. Jawohl. Oh, überfahren worden. Eieiei. Oh, und ich muss Mist und Gülle mal im Auge behalten. Okay. JCB wollte lieber so ein bisschen Offroad fahren. Auch gut. Und für dich geht's zu 48. Und dann wahrscheinlich auch links rum, oder? Schätze ich jetzt mal. Irgendeinen Weg scheint er wohl zu finden. Gut. So, hier, der Bergmann, da weiß ich nicht so recht, was mache ich mit dem. Dann haben wir den Krampe hier noch. Und wir haben auf der anderen Seite noch einen Ladewagen und noch einen Farmtech-Anhänger. Mal schauen. Also es wird ja jetzt alles größer. Bist du denn jetzt hierher gekommen? Okay, wahrscheinlich durch den Kuhstall gefahren. Gut. Also solange ich noch keine anderen Gespanne habe, ist das dann aber wohl noch die Zusammensetzung und wir fahren dann mit den Traktoren mit ab. Gut, so. Wir sind auf Feld 6 beim Dreschen im Gang und wir werden auf Feld 40 unterwegs sein. Sehr schön. Und jetzt habe ich gesagt, ich weiß, wo mein 900er steht. Ich glaube hier irgendwo. Irgendwo da müsste ich ihn finden können. Da hinten steht er. Da sehe ich ihn doch. Sehr schön. Mit dem bin ich nämlich hier so ein paar Autodrive-Kurse eingefahren, dass man hier mal wieder ein bisschen geregelter und schöner durchkommt. Kann ich euch auch einmal hier zeigen. Ich habe jetzt auch hier über das Gelände erste Kurse eingefahren. Den Silver Run Market habe ich schon mal. Hier habe ich noch nichts, weil da muss ich eh, wenn, selber rückwärts rein. Es gibt hier jetzt noch eine Verbindung und hier. Hier raus. Also ein bisschen was gemacht und auch hinten ums Sägewerk, man sieht so leicht im Hintergrund, da sind jetzt auch Kurse. Sollte also auch hier wieder besser erreichbar sein. Hm.
Muss ich kurz überlegen. Wir brauchen die Presse. Und wir brauchen einen Schwader. Und das ist alles auf Hof 4. Das ist ja gar nicht mehr hier. Hof 4 ist, glaube ich, noch hier oben. Jawohl, dann fahr mal in Hof 4 in die Halle. Fahr schon mal rüber, dass wir uns alles schnappen können. Und in der Zwischenzeit kann ich dann schauen. Hier sind nämlich die ersten Geräte eingetroffen. Dass wir hier losstarten. So. Ach so, ja, ich habe Schlupf erstmal deaktiviert. Weil ich wusste, hey, das geht jetzt hier in die Felder und die ganzen Spielpunkte liegen in den Feldern. Dann hätte ich da jetzt brutale Löcher drin. Vielleicht mache ich es wieder an, muss ich mal gucken. Was ich aber jetzt einmal haben möchte, ist das automatische Ankoppeln. Weil mit den Schneidwerken, da kommt man immer so schlecht ran. Stopp. Fahr mal an den Rand. Ich setze dich gleich neu. Und du auch. Ich setze dich gleich auch neu. So. Einmal aus dem Weg. Ich weiß nämlich nicht genau, wo hier jetzt der Startpunkt ist. Und ich glaube, für diesen Drescher gibt es hier noch keinen Kurs. Let's see. Feld 6. In der Vorbereitung quasi auf die Zusammenlegung. Feld 6 haben wir noch nicht einmal bearbeitet. Das. Es kann auch sein, dass wir hier selber tätig werden müssen, weil er die Feldränder nicht erkennt. Das war jedenfalls früher der Fall auf der Fläche. Ja, siehst du wohl, das ist nämlich das Problem hier. Okay, gut. Das müssen wir selber machen. Aber, ja, das kriegen wir hin, ne? Wir setzen uns die Abfahrer dann auf automatisch. Wobei, gibt es hier einen Feldrandkurs? Wahrscheinlich nicht. Doch, einen Feldrandkurs gibt es immerhin. Einen alten. Wo auch immer der da hinten hinführt. Na, wir schauen mal, ob das da mit einem automatisierten Abfahrer hinhaut. Gut, das wird unsere Aufgabe sein. Dann springen wir mal rüber auf die andere Seite. Da gibt es ein ähnliches Problem. Es könnte auch sein, dass hier die Verbindung nicht erkannt wird, aber da sollte theoretisch ja schon ein Kurs bestehen. Wieso kannst du da nicht hinspringen? Ach so, weil ich in der falschen Übersicht bin. Jetzt kannst du da hinspringen. So, jetzt nehmen wir erstmal die Abfahrer raus, damit die uns hier nicht im Weg rumhuppen. Ihr habt das ganz toll gelöst hier. Ich bin sehr, sehr stolz auf euch. Mann, 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 Mann. Das löbt ja, das löbt. Mensch, gefühlt läuft die Zeit heute aber auch langsamer. Was? Das ist gut. Gerade mal auf die Uhr geguckt und gedacht, boah, wahrscheinlich sabbelst du schon wieder eine halbe Stunde. Ist gar nicht so. Sehr gut. So, häng mal ab. Und hier hätte ich mir jetzt schon die ganze Ecke weggehauen durch diese Bewegung. Ich meine, okay, wer halt in echt auch so ist. Ah. Aber ich Geizkragen will ja immer nichts verlieren an Elffrucht. Jetzt hoffe ich mal, dass es hier bereits einen Kurs gibt für die zusammengelegte Fläche. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Da. Nein, gibt's nicht. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Oh, sehr schön. Hier hat's geklappt. Wunderbar. Dann ist hier dein Startpunkt. 13,5 Meter. Wir haben aber nur ein Fahrzeug in diesem Fall. Vorgewendeüberlappung wieder auf
10, weil er alleine ist. Und wir machen 3 Vorgewände. Reichen 3? Wir machen 4. Sind ja auch Bäume drumrum und Feldkurs generieren. Sehr gut. Kurs speichern. 13,5 Meter Drescher. Und Abfahrt. Für dich. Das klingt nicht gesund. 4849 ist bei Autodrive eingestellt. Wunderbar. Für dich geht's hinterher. Du sollst einen Drescher abfahren, mein Freund. Achso, das war er schon. Das ist richtig. Und zum Hof. Silo ist auch richtig. Perfekt. Und hier liegt dann nämlich auch schon wieder kommendes Stroh, das ich verkaufen kann. Wunderbar. Der Nebenerwerb. Bringt einzeln nicht viel, aber in Masse, muss ich sagen, ist es gar nicht mal zu unterschätzen. Nee, zum Hofsilo bitte, nicht zum Händler. Dass ihr da erstmal sammelt. Ich sammle alles Getreide in meinem ersten Hofsilo aktuell. Das ist quasi die Warenausgabe. Ah, das sieht gut aus. Gut. Sehr schön. Ich hoffe, er bleibt zu weit vorne stehen. Ich muss einmal ein bisschen weiter vorsetzen. Sonst kommt der Drescher da nachher nicht durch. Wir lassen den mal von hier starten. So. Das sollte in der Theorie laufen. Hoppla. Ich wollte eigentlich da mal hin und gucken. Ah, doch, kriegt er gut hin hier. Ich dachte, hier gibt es Probleme. Aber anscheinend haut das hin. Man sieht den Drescher kaum, ne? Ich dachte so, Mensch, mit dem Windrad, das ist so ein schönes Bild. So, die Ehren halt wollte ich mit drin haben. Ah, jetzt habe ich es versaut. Jetzt habe ich. Komm, lass sein. Okay, der ist unterwegs und angekommen bei Hof 4. Hier drüben ist unser 900er. Ich hatte hier auch noch den Deutz und den anderen stehen, aber ich wollte ein bisschen was mit Power haben. Dann hängen wir uns da schon mal eine Presse an. Müsste eigentlich so ein Körbchen mitnehmen, ne? In der Theorie. Auf jeden Fall muss ich auffüllen. Schauen wir mal, ob das geht. Wenn ich hier so einfach nebenfahre. Ich habe nämlich rausgefunden, warum das mit den Folien nicht ging. Es sind unterschiedliche Folien, die ich da gekauft habe. Das war das Problem. Also muss er die hier erstmal leer machen. Und dann schicke ich mir einen zweiten als Zulieferer hinterher. Denn ich will ja einen Frontschwader mitnehmen. So, und deswegen auch der 900er. Ich glaube, der Deutz konnte das auch, aber so war mein Plan. Für dich geht es zu Feld 26, bitte. Dann schicken wir hier den Messi mit. Er bringt dann Folie. Er hat ja aktuell jetzt keinen Job. Und dann können wir noch ein bisschen Weizen ernten. Mal das volle Paket hier.
kurz überlegen, wo ich hier bin. Muss ich noch irgendwas mitbringen? Ich glaube nicht. Bänder brauchen wir nicht. Wir wollen Silage machen. Auch für dich bitte zur 26. Gut. Dann starten wir hier mal rein. Lassen die neu kommen. Die werden sich jetzt hinter mir einreihen. Oh Gott. Häng ich an der Wand fest. In der Hoffnung, dass das alles so hinhaut und sie dann abfahren, wie sie sollen. Einmal vorsprinten. Einmal den Drescher noch ausklappen. So, wieso ist das denn nicht? Jetzt ist es. Okay, gut. Ja, ist doch. Haben wir doch. Sehr schön. Und Abfahrt. Machen wir hier mal einmal den rein. Und dann geht das los. Sehr gut. Auch gar keine zwei Abfahrer hier. Völliger Quatsch. Aber da sind ja noch andere Felder dabei, deswegen ist das dann jetzt immer die Kombo hier, die unterwegs ist. Ist dann wie mit Feuerwehrzügen. Die gehören jetzt zusammen für dieses Projekt. Das Projekt auf dieser Seite hat den Codenamen Wiesenlandschaft. Zukünftige Wiesenlandschaft. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen mit den Bäumchen. Die Spaß doch gut. Oh. Habe ich zu sehr korrigiert? Da wollte ich zu viel. Boah, das geht aber auch weit raus hier. Krass. Das werden wir korrigieren müssen, oder? Der Baum muss weg. Wahrscheinlich kommt der Baum da weg. Da komme ich auch nicht vernünftig ran, also. Muss entladen werden. Bitte? Wie schnell geht das? Schnell einen Blick rüber. Kommt keiner. Doch, da kommt unser Abfahrer. Mal zugucken, ob es hinhaut. Also das freut mich jetzt, weil er ist noch nicht mal durchs Vorgewände und sagt jetzt schon bitte entladen. Das ist mega gut. Das spricht für einen Bombenertrag. Also ich glaube, wir haben alles richtig gemacht bei der Hege und Pflege unseres Weizens. Das ist sehr glücklicher Weizen. Liebe Abnehmer, den könnt ihr bedenkenlos auch für Bio-Qualität einkaufen. Zu höchsten Preisen, die ich aufrufen werde. Aber gerechtfertigt. Ja. Ja, was machst du da?
Ich habe versehentlich VCA eingeschaltet. Das war ein Fehler. Hier wollte ich noch gar nicht auf VCA. Er muss noch nicht mehr entladen werden. Wird gerade entladen. Ist ja alles gut. Kannst du wegmachen. Ist ihm egal. Ja, auf dieser Fläche hingegen. Und die haben wir ja nicht gehegt und gepflegt. Und das sieht man. Ist der Ertrag scheinbar nicht ganz so groß. Dafür wird hier aber zukünftig richtig viel saftiges Gras entstehen. Ach, guck mal, jetzt stehen meine Abfahrer trotzdem im Weg. Das ist natürlich ganz doof. Ja, dann mache ich die Ecke später. Dann fahren wir hier jetzt so eine Kurve rein. So. Kann man nichts machen. Die hole ich dann am Ende weg. Ich höre schon mal einen rufen. Wir sind ja jetzt aus dem ersten Vorgewende. Die haben ja jetzt Raum. Und schauen wir mal, ob das hinhaut. Aber ich fürchte auch so ein bisschen, die Strecken hier sind zu kurz. Halt mal an, weil da vorne würde er schon wieder stoppen. Okay, es funktioniert auf jeden Fall. Sie kommen ran zum Abladen. So wie ich es mir vorgestellt habe. Sie standen jetzt nur ein bisschen doof, aber ich habe sie da ja platziert. Deswegen meine Schuld. Ich mache euch ein bisschen Musik an. Und dann den Zeitraffer, dass wir hier ein bisschen schneller vorankommen. Bis gleich. Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Wir können auf A26. Wir haben ja einen Frontschwader. Den können wir natürlich hier auch selber ansetzen, oder? Ah, der berechnet dann aber die Arbeitsbreite von der Presse. Nicht vom Schwader. Ah, aber ich könnte einen Schwaderkurs drauflegen. Einmal schwaden lassen. Und dann mit der Presse hinterher. Weil ich glaube, hier ist die Geschwindigkeit, die wir fahren können, brutal niedrig. Wir können mal einen kleinen Test machen. Einmal gucken, was es eigentlich bedeutet, wie schnell der fahren kann hier. So, gib mir mal kurz das HUD. Ja, den kannst du aufklappen. Ein Momentchen. So. Oder der wählt. Das probieren wir jetzt. Wenn ich das Gerät auswähle und ihm dann sage, generiere mir einen Kurs. Zielposition bitte hier. Ne, Zielposition machen wir hier. Da. Feldposition ist gut. 12 Meter. Ja! Ja, er hat den Schwader genommen. Sehr gut. Sehr gut. Drei Vorgewände, oder?
Wir starten auf dem Vorgewende ausnahmsweise mal. Und gucken wir mal, ob das hinhaut. Ah, der fährt hier trotzdem schräg. Okay. Speichere ich mir kurz. Wir sind auf H26. Zwölf Meter Schwader nennen wir das mal. Und wir stehen direkt gut. Das ist doch super. Die 700 Meter hier, die werden allerdings sehr schnell aufgebraucht sein. Let's see. Oh ja. Oh ja, 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 ja. Das klappt. Sehr schön. Blockade müssen wir noch aufheben. Die Blockade hebt sich von selber auf. Allerdings hat der Fahrer gesagt, nee, ich hab keinen Bock mehr. Fahr einfach weiter. Da in der Ecke ist das mit dem Abtanken schwierig. Auch das direkt behoben. Wunderbest, wunderbest. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Herrlich. Toll. Das ist so ein schönes Bild. Mit den Weiten dahinter, der Abfahrer, der kommt. Nice. Sehr gut. Okay, dann läuft ja doch alles wunderbar. Und wie schnell ist er? Eieieiei. Gar nicht mal so schnell. 2 km/h, 3 km/h, 4 km/h. Ja gut, das will keiner selber machen. Dann drehen wir auch den Tempomat mal runter. Weil ich glaube, es gab immer so ein bisschen Problem. Wenn... Jetzt legt er sich den da gleich vor. Das ist blöd. Den muss ich gleich mal eben wegnehmen. Vielleicht ist es schon jemandem aufgefallen. Ich habe auch endlich mal, obwohl ich sie die ganze Zeit hatte, die Mod mit den runderen Ballen aktiviert. Okay, von hier magst du nicht weiterfahren, da hast du dich festgefahren. Ja, das ist kein Problem. Ich helfe dir gern. Wir bringen dich schon wieder auf die richtige Spur. Boah, da wirst du ja irre, wenn du das selbst machst. Ich hoffe, der bleibt da nicht in den Bäumen hängen. Bitte nicht in den Bäumen hängen bleiben. Weil diese kleinen können wir schon wegnehmen. Mit denen kann ich nichts anfangen im Sägewerk. Und wir werden hier jetzt zusammenlegen, deswegen können schon mal weg. Die großen, die kommen ins Sägewerk. Da schnappen wir uns dann den Scorpion. So, die können eigentlich bleiben. Ja, gut. Okay, das läuft hier im Schneckentempo. Großartig. Spitzeklasse. Da machen wir jetzt nochmal hier eben die Fläche fertig. Hier ist ja nicht mehr viel. Mache ich euch nochmal kurz Musik an. Bis gleich.
Ja, so ganz kam es jetzt nicht hin mit den Bahnen hier. Also auf VCA gerechnet, aber das passt schon. Sehr schön. Wir müssen hier hinten noch die Ecke mitnehmen, das darf ich nicht vergessen. Also das wäre schade, wenn ich es vergesse. So, hier liegt dann gleich ein schöner Berg Stroh. Ein bisschen verteilen. So. Oh Gott, oh Gott. Ich wollte hier einmal parken und den Abfahrer noch mal rufen. Der wird jetzt hoffentlich. Ach, jetzt kommt der zweite. Na gut. Wollen sich abwechseln. Können Sie machen? Sag ich mal her, Big M. 500. Wie viel haben wir stehen lassen? Also in den Ecken ist natürlich immer noch ein bisschen was. Das werde ich dann nacharbeiten müssen. Toll. Ah, hier hält es sich in Grenzen. Aber da, wo er halt hängen geblieben ist, ne? Da. In den Kurven bleibt auch immer so ein Schnuff stehen. Hier finde ich es auch ein bisschen schwierig. Okay, da könnte man dann noch einmal sauber selber drumrum. Aber ansonsten sieht das doch gut aus. Ging ratzfatz. Zwischen den Bahnen hat er auch immer was stehen lassen. Das irritiert mich ein bisschen. Das ist natürlich alles Ertrag, der hier liegen bleibt. Also ein bisschen nacharbeiten muss man dann scheinbar schon. Er hebt dann anscheinend die hinteren Mähwerke zu spät ab. Weil das hier wird immer die Startposition sein. Vorderes Mähwerk geht runter, er fährt rein. Und erst ab hier senkt er dann ab. Vielleicht kann ich das regulieren, indem ich ihm die Geschwindigkeit so ein bisschen vorgebe, aber. Ja, ich verkaufe die Mähwerke mal noch nicht. So, ich arbeite das einmal nach. Mache ich aber offscreen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit der Weizenernte. Die muss ja fertig werden, bevor wir uns dann in die Gerstenernte werfen. Und hier wird dann auf den ganzen Flächen weiterhin gemäht und auch gepresst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da, schreibt mir gerne einen Kommentar. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.